Ja, herzlich willkommen. Ich möchte heute ein bisschen was dazu erzählen, wie muss ich Videos erstellen, beziehungsweise was muss ich beachten, wenn ich Videos erstelle, wenn diese als OER veröffentlicht werden sollen. Also ein OER erklärt zum Thema Medienproduktion mit Video. Zunächst sage ich erstmal, worum es heute definitiv nicht geht. Ich will nicht darüber sprechen, wie funktioniert genau Videoarbeit. Also was für Kameraperspektiven gibt es, was für Begrifflichkeiten muss ich kennen, sondern wirklich dieses Thema OER und Video ist entscheidend. Falls jemand von euch jetzt aber sagt, ah, da habe ich gar keine Ahnung von, was heißt eigentlich Videoproduktion, habe ich mal eine kleine Wordcloud mitgebracht mit ein paar Begriffen, sowas wie Drittelregel, wie Achsensprung. Und wenn ihr jetzt sagt, das habe ich noch nie gehört, ja, dann einfach mal die Suchmaschine der Wahl anschmeißen. Man findet ganz viel Materialien, Tutorials etc. Dann könnt ihr euch informieren, was mit diesen Begrifflichkeiten gemeint ist. Ein paar Sätze möchte ich aber doch noch zu Video sagen, nämlich von was für Videotypen reden wir eigentlich in der Regel bei Lernvideos. Das sind jetzt nicht alle, aber ich habe mal eine Auswahl mitgebracht von Videotypen. Wir sehen hier zum Beispiel klassische Tutorial-Videos, auch eines meiner OER-Videos an der Stelle, also wo man selber vor der Kamera steht. Wir haben hier Professor Jürgen Handke, der hat sich vor den Greenscreen gestellt und sich dann in eine Präsentation hineinbegeben. Auch das ist eine typische Möglichkeit oder hier meine Interviewsituation. Ich muss natürlich nicht unbedingt vor der Kamera stehen, zumindest nicht alleine. Ein Gespräch ist hier immer mit bei oder auch Videoformate, wo man sagen kann, ich animiere etwas, hier zum Beispiel mit Playmobil oder Lego-Figuren. Ich habe ein Legetechnik-Video. Es können natürlich Animationen sein, es können Screencasts sein. Also das ist so das Setting, wenn wir in der Regel von Lern- oder Lehrvideos sprechen. Das als kleine Grundlage. Und nun wirklich, was heißt es, Videos als OER zu produzieren? Was musst du beachten? Alles, was wir jetzt besprechen, hat einen Grundsatz. Es geht davon aus, was muss der User eigentlich machen? Was braucht er, wenn der unsere Videos nachnutzen möchte? Weil darum geht es ja bei OER. Also wir denken die ganze Zeit jetzt vom User aus. Das ist meine Ausgangsposition für die nächsten Minuten. Vielleicht sollten wir aber zunächst uns noch mal fragen, was heißt eigentlich OER? Ich will jetzt keinen großen Vortrag halten über Lizenzen und so, aber das uns noch mal kurz klar machen, weil wir dann die Idee bekommen, wie Videos produziert werden müssen oder sollten. Und wenn wir von OER sprechen, dann am besten im Bereich der 5V-Freiheiten von Wiley, die wir hier noch mal ganz kurz als Übersicht sehen, also verwahren, verwenden, verarbeiten, vermischen und dann wieder verbreiten. Und ich ergänze das jetzt für diesen Vortrag nun noch um einen sechsten bzw. nullten Punkt. Und damit möchte ich auch starten, nämlich wenn wir Videos produzieren, dann müssen wir uns erstmal fragen, wie finden die User die eigentlich? OER ist toll, Lizenzen, wenn wir die vergeben, Creative Commons zum Beispiel, wunderbar, aber es hat ja keiner was davon, wenn diese Videos nicht auffindbar sind. Beim Auffinden geht es also darum, wenn ihr Videos produziert, wo ladet ihr die hoch? Und diese Gedanken solltet ihr euch ganz zu Beginn machen, weil das Auswirkungen auf die Produktion haben kann. Was für Plattformen gibt es? Wer ist eure Zielgruppe? Sprecht ihr vielleicht eher Lehrerinnen an? Sprecht ihr Lerner direkt an? Sprecht ihr Hochschullehrer an? Je nachdem, welche Zielgruppe ihr habt, solltet ihr eine Plattform auswählen. Eine schöne Übersicht bietet hier auf der Folie mal das OER-Hörnchen, eine, nennen wir es mal, Suchmaschine für OER. Ganz viele Projekte, Medienplattformen, die man nutzen kann, um OER wirklich dort hochzuladen, sind hier aufgeführt. Da kann man sich mal inspirieren lassen. Also auffinden als das Erste. Damit das wirklich gefunden wird, brauchen wir aber noch was Zweites. Wir brauchen nämlich Metadaten. Solche Suchmaschinen wie das OER-Hörnchen finden OER natürlich nur dann, wenn Metadaten hinterlegt sind, die uns sagen, hey, das Video, was wir gemacht haben, ist OER. Deswegen denkt unbedingt daran. Im ganzen OER-Bereich wird meiner Meinung nach das sehr oft vergessen, Metadaten anzulegen. Also welche Lizenz, wer ist der Ersteller, all diese Informationen, Suchbegriffe etc. gehören damit dazu. Da sage ich aber gleich auch noch mal ein paar mehr Sätze. Jetzt zum ersten Punkt von Wiley, verwahren, vervielfältigen. Wenn ich Videos verwahren möchte, also die User, die dann euer OER-Video nutzen, dann sollte es eine Möglichkeit geben, das runterzuladen. Wo laden wir Videos hoch? Wo suchen wir nach Videos? Ganz oft bei YouTube. Ja, man kann auch YouTube-Videos runterladen, aber das ist ein bisschen aufwendiger. Ich muss nämlich wissen, wie ich sie runterkriege.
Es gibt aber Plattformen wie zum Beispiel Vimeo als ein Beispiel, wo ich hingehen kann und direkt einen Download-Button habe. Also es ist ein bisschen OER-freundlicher, würde ich es mal nennen. Denkt also daran, eure User wollen euer Video nutzen, also müssen sie es runterladen können. Das ist das erste V von Wiley. Das zweite ist Verwenden. Das können wir hier ganz leicht machen, indem wir es überhaupt als OER produzieren und lizenzieren. Also wir brauchen eine OER-Lizenz. Und da bediene ich mich jetzt der sogenannten Open Definition, wo wir wirklich sagen, diese drei Lizenzen, CC0, CC BY, CC BY-SA, die sind es. Also NC, ND würde ich an der Stelle gerne rauslassen. Und das bedeutet natürlich, wenn euer Video eine solche OER-Lizenz bekommen soll, dann müsst ihr bei allen Punkten, die in dem Video vorkommen, das mitdenken. Wenn ihr jetzt einen Screencast macht, wenn ihr Bilder mit einbaut etc., immer die Lizenz und deren Bedingungen mitdenken. Das ist Verwenden. Fair oder mancher würde auch eher Bearbeiten sagen, habe ich hier mal in drei Punkte aufgeteilt. Wir denken wieder an die User und wir wissen ja gar nicht, wer sind überhaupt die Nutzer dieses Videos. Wir haben vielleicht Vorstellungen, aber was für ein Betriebssystem haben die vielleicht? Nutzen die Windows? Sind die bei macOS? Sind die bei Linux? Und wenn wir OER machen wollen, dann sollte das unabhängig vom Betriebssystem sein. Das bedeutet zum Beispiel bei Dateitypen, ein WMV ist als Dateiformat für OER-Videos absolut ungeeignet, weil es für Windows ist. MP4 wäre schon viel besser, weil es unabhängig von der Plattform vom Betriebssystem ist. Und wir können beim Verarbeiten natürlich auch an zusätzliche Tools denken. Ich habe jetzt hier mal H5P als ein Beispiel genommen. Und wenn wir ein Video zum Beispiel interaktiv gestalten wollen, eignet sich H5P super. Und wenn dann unser Video zum Beispiel bei Vimeo liegt, dann lässt es sich in H5P ganz leicht integrieren. Und deswegen habe diese Perspektive immer im Kopf. Was könnten Leute damit machen? Und wie mache ich es ihnen möglichst einfach, mein Video tatsächlich fair oder bearbeiten zu können? Das vierte V von Wiley, da habe ich mal ein Fragezeichen dran gemacht. Vermischen. Da steht deswegen ein Fragezeichen, weil ich da eine Frage in den Raum stellen möchte, wo ich selber noch nicht die exakte Antwort drauf habe. Wenn ich nämlich Videos vermischen, wir hätten es gerade bei Verarbeiten uns auch schon fragen können, aber wenn ich das will, dann muss ich mich fragen, brauche ich von den Videos eigentlich Rohmaterialien als Nutzer? Also ist das erforderlich, Videos in Rohmaterial zur Verfügung zu stellen? Wer von euch schon mal selber Videos produziert hat, weiß, diese Videodateien werden sehr, sehr groß. Und irgendwo müssen die abgespeichert werden, dann im Netz, wenn sie verfügbar sein sollen. Sodass ich hier vielleicht sagen kann, richtig optimales OER könnten auch Rohmaterialien sein, um eine bestmögliche Bearbeitung zu ermöglichen. Ob das pragmatisch möglich ist, ist dann aber eine andere Frage. Deswegen dieser Punkt hier mit Fragezeichen. Da müsst ihr genau schauen, welche Infrastrukturen stehen euch zur Verfügung. Ein Tipp möchte ich aber mitgeben. Baut nicht zu lange Videos. Ein 90-Minuten-Video ist ein Baustein, der in der Regel zu lang ist. Da ist es schwierig, den zu bearbeiten. Der muss fast immer gekürzt werden, wenn ihn jemand nutzen möchte. Und deswegen ist mein Tipp, statt lange Videoeinheiten lieber kleine und mehrere Bausteine zu bauen und dann genau zu schauen, wie lang muss dieses einzelne Video eigentlich sein. Reichen vielleicht manchmal 3 oder 5 oder maximal 10 Minuten nicht aus und dann ist es viel leichter, es mit anderen Materialien zu vermischen, zu bearbeiten und zu was ganz Neuem zu remixen. Letzter Punkt von Wiley. Ich habe es jetzt hier mal SEO, also Suchmaschinenoptimierung genannt. Es geht wieder ums Verbreiten, also dass auch die OER-Videos, die dann andere bearbeitet, gemixt oder die ihr selber gemixt habt, sollen wieder verbreitet werden. Und hier komme ich jetzt nochmal zu Punkt Metadaten erstellen. Wie wichtig das ist, dass wir Metadaten haben. Und wenn das ursprüngliche OER-Video schon mit guten Metadaten versehen ist, können diese weitergegeben werden auf das nächste. Die Bearbeitung kann klar angezeigt werden. Und deswegen ist es so entscheidend, hier Metadaten zu erstellen. Und denkt das bitte mit. Vergesst also diese zusätzlichen Metadaten nicht. Ein Punkt, den Wiley jetzt nicht dabei hat, den ich aber hier einfach nochmal ansprechen möchte, ist, wir reden bei OER ganz oft von so Dingen wie Bildungsgerechtigkeit durch Öffnung von Material. Und dann sollten wir bei Videos auch nochmal an das Thema Barrierearmut denken. Ich spreche jetzt hier absichtlich nicht von Barrierefreiheit, weil Barrierefreiheit ist ganz schön kompliziert. Aber wir können uns ansehen, wie kriegen wir Material möglichst barrierearm.
Bei Videos wäre ein einfaches Beispiel, mit Untertiteln zu arbeiten. Jeder, der schon mal transkribiert hat, sowas zum Beispiel als studentische Hilfskraft oder so mal machen durfte, weiß auch, das ist aufwendig. Aber es gibt ja Hilfsformen, automatische Untertitelerstellung, die uns helfen, Material immer barrierearmer und armer zu kriegen. Aber auch ein Punkt, den wir mitdenken sollten, wenn wir OER erstellen, um nicht nur auf dieser Ebene von Lizenzen und Bearbeitung zu sein, sondern auch auf der Ebene von Bildungsgerechtigkeit. Paar No-Gos gibt es natürlich auch. Eins hatte ich gerade schon erwähnt, so Dateiformate wie WMF oder Flash sind einfach ungeeignet ab dem Jahr 2020. Also bitte sowas nicht verwenden. Und nur weil OER in Anführungsstrichen ja kostenfrei ist, muss es ja nicht schlecht aussehen. Den Spruch habe ich letztens gelesen und das fand ich eigentlich ganz gut. Wir müssen keine Profi-Produkte bei OER erstellen. Aber wir dürfen uns trotzdem fragen, wie können wir die Materialien so gestalten, dass sie ansprechend sind? Und da gibt es bei Videos Dinge, die No-Go sind, wie zum Beispiel Handymikrofon. Also das Handy, was wir ja immer bei uns haben, ist zum Film eigentlich ganz gut. Die Kameras sind super, Tablets genauso. Aber die Mikrofone, na ja, wenn wir damit Videos machen. Und da lohnt es sich, ein ganz paar Euro zu investieren, um einfach gute Qualität damit zu erstellen. Wir können die Liste jetzt noch weiterführen. Ich will aber vielmehr noch Tipps geben, wenn man jetzt wirklich loslegen möchte, weil bisher waren wir ja doch eher auf der Metaebene unterwegs. Also Tipps für, ich habe es mal Newbies genannt oder Anfänger. Wie kann ich jetzt eigentlich loslegen, wenn ich Videos erstellen möchte als OER? Tipp 1 ist, fang mit dem Storyboard an. Es gibt vielleicht Leute, die können sich einfach vor eine Kamera stellen und dann fangen sie an zu reden und dann kommt da was Tolles bei raus. Die Regel wird es nicht sein. Auch wenn ihr mit Studierenden oder mit Schülern oder mit anderen Lerngruppen Videos erstellen wollt, als Ergebnissicherung zum Beispiel, ist ein Storyboard ganz wichtig. Es gibt im Netz ganz viele Vorlagen, auch als OER, sodass man sich erstmal überlegt, was will ich zeigen, was für Aktionen gibt es vielleicht in meinem Video und vor allem, welcher Text soll eingesprochen werden. Also Storyboard als erste Grundlage, um sich zu überlegen, wie soll mein Video aussehen. Dann brauche ich Ausstattung. Das habe ich hier mal Basisausstattung genannt. Und ich sagte gerade schon, oft reicht ein Handy. Also ihr müsst nicht direkt teure Technik kaufen, sondern nutzt das, was da ist. Die Handykameras, die Tabletkameras. Meine Folie hier zeigt jetzt gerade jemand, der mit dem Handy fotografiert. Und das Bild ist eigentlich ein bisschen suboptimal gewählt, weil er fotografiert hochkant. Das ist für Videos so ein Punkt, der ist ungeeignet. Macht's quer. Das ist immer die bessere Alternative. Und vor allem haltet das Handy nicht in der Hand. Auch wenn ihr eine ruhige Hand habt, es wackelt. Also ein Stativ für Handy oder Tablet, wenn man damit filmt, sollte man sich anschaffen. Die paar Euro sind gut investiert. Genauso wie ein externes Mikro, so ein Lavaliermikrofon, was man sich anstecken kann zum Beispiel. Da müsst ihr nicht wahnsinnig viel Geld für ausgeben, aber das als Tipp ist eine gute Investition, wenn man Videos erstellen möchte. Jetzt können wir bei Videos auch lange über solche Punkte wie Lichtquellen sprechen. Dann wird es richtig teuer natürlich, wenn man das ordentlich machen möchte. Aber überlegt euch, in welcher Location ihr filmt. Habe ich eine hohe Deckenhöhe, wo also große Hall ist? Kann ich das irgendwie eindämmen? Bekomme ich natürliches Licht, was für Videos meistens schöner strahlt, als wenn ich einen Deckenstrahler habe, der eher gelbliches Licht bringt? Also das sind so ein paar Punkte, die kann man sich fragen, um mit einer einfachen Basisausstattung direkt gute Videos zu erstellen. Punkt C ist dann noch Postproduktion. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und auch da, wer Erfahrung mit Videos hat, weiß, das Video drehen ist ein ganz kleiner Teil. Das sich vorher das Konzept überlegen und vor allem die Postproduktion nehmen viel mehr Zeit und Raum ein. Wenn wir OER machen, dann sollten wir bei der Wahl von Programmen für die Postproduktion auch darauf achten, dass sie die Offenheitskriterien irgendwie erfüllen. Und ein Tipp wäre einfach auf Open Source zu setzen. Ich habe ein Beispiel hier mal rausgesucht für Shotcut. Das ist Open Source. Das können wir nutzen für OER-Materialien. Das hat den Vorteil, dass es umfangreich ist, dass es viele Tutorials im Netz bereits gibt, wo man sich Einführungen und Tipps holen kann. Es hat aber vielleicht auch den Nachteil, dass es für den einen oder anderen für den Beginn vielleicht zu komplex ist. Dann könnt ihr natürlich auch auf Programme zurückgreifen, die eure Geräte mitbringen. Sowas wie iMovie bei Apple-Geräten zum Beispiel. Postproduktion und OER wäre jetzt eigentlich nochmal sowieso ein ganz neues Feld, weil hier könnten wir darüber reden, wollen wir Teile
die wir da bearbeiten, freigeben. Wenn man zum Beispiel eine Banderole einblendet mit dem Namen des oder derjenigen, die gerade spricht, auch solche Einzelelemente, Intro-Elemente könnten als OER sein. Und bei Postproduktion müssen wir wieder darauf achten, dass wir nicht Elemente reinbringen, die aus Versehen kein OER sind. Indem wir zum Beispiel Musikdateien auswählen, die der CC-Lizenz widersprechen. Also hier drauf unbedingt achten. Und die letzte Sache ist dann die Veröffentlichung. Und dann sind wir wieder bei den Dingen von Wiley. Uns wäre zu überlegen, wo veröffentliche, damit es auffindbar ist, damit ich Metadaten generieren kann, damit es downloadbar ist. Und jetzt können wir die Liste so weiterführen. Ich habe als Tipp jetzt hier mal Vimeo reingeschrieben, weil Vimeo davon einige Kriterien sehr gut erfüllt. Es ist aber nicht so, dass das jetzt die Plattform ist und die solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Aber es ist ein Tipp, sich mal die anzugucken als eine Möglichkeit. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.